bin der Alp, ich bin einer der Mods von Hübi. Okay. In Streams. Ja. Auf deinem Kanal. Ja. Und ich regle halt. Ja. Ja. Haben Sie die Tasse gemacht? Mit? Ja, ich habe eine schöne Tasse gemacht. Ich kann sie euch gerne mal zeigen. Ja, zeigen Sie die Tasse. Also diese leere Tasse hier. Diese leere Tasse geht an jeden YouTuber, den Hübi geroastet hat. Ja. In seinem Roastendo-Format. Ja. Hübi hat ein Roastendo-Format, ne? Das ist krass, ne? Ja, und es bekommt auf jeden Fall heute noch der Domi. Von, ja. Also der Domtendo. Ja. Der Dometo. Ja. Und ja, ich hoffe, er wird das mit Freunden annehmen. Der Loser Tendo, ne? Der Loser Tendo. Kennt man ja aus Loser Tendo. Genau. Arroganz, die man schmecken kann. Ja. Genau. Hab ich gerochen heute? Die hast du sogar gerochen heute. Ja, hab ich heute gerochen. Das ist ganz mein wichtig. Manfred Todd hat die auch gerochen. Ja, ganz wichtig. Abonniert Todos, ja. Ja. Klicks des Todes, klickt ihn einfach weg. Ja. Wir klingen aus weg. YouTube weg. Daumen hoch. Ja. Abonniert ihn auf Clipfish, auf vidme.co oder wie das die Plattform heißt. Ja. Überall, sein Zweitkanal auch. Der Tod. Der Tod, genau. Der Tod. Ja, und like das Video. Das war's fürs Interview, das war ein krasses Interview. Wir machen jetzt weiter. Dankeschön. Da ist die Tür. Haben Sie es geschafft, so viele Klicks zu machen? Ja, doch, natürlich. Durch mein Talent als Pressevorsteller natürlich. Ja, das ist ein großes Talent. Und weil ich kein Leben habe natürlich. Ja. Das ist auch ein Vorteil, wenn man kein Leben hat. Das ist der Germi. Und der Germi, der macht gute Videos. Ja, der macht richtig geile Videos. Abonniert Hockey Dudes. Wann löschen Sie Ihren Kanal? Wenn ich genug Geld durch YouTube eingenommen habe, dann wann ist Kanal das? Gelöscht. Ja, in 2 Monaten wahrscheinlich. Okay, also 2 Monaten löscht Germi seinen Kanal. Genau, ja. Das war jetzt ein krasses Interview. Nur für euch, liebe Fans. Ich möchte meine Mom grüßen. Hi, Mom. Ich möchte Germi grüßen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Also, Hockey Dude, ich muss echt sagen, bitte mach ein bisschen Videos, weil ich bin echt enttäuscht von dir, Hockey Dude. Und Schimtex ist ein guter Kanal. Das war ein krasses Interview. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Stelle ich jetzt ein paar Interviewfragen. Hallo Jessie. Hallo. Die Leute, die Sie nicht kennen. Hallo. Hallo. Das ist die Freundin von Caleb, ein YouTuber mit, was weiß ich, wie viele Abonnenten, ist ja auch vollkommen irrelevant. Und wie findest du bisher die Gamescom? Ja, sehr schön. Also heute ist Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch, gut. Relativ gut gefüllt, sage ich mal. Ich war schon gestern da, konnte einige Spiele antesten. Das Nintendo-Angebot ist dieses Jahr ultra gut. Gefällt mir echt. Ja. Habt eine schöne Zeit und ciao! Natürlich, weil man versteht ja nichts. Bisher habe ich nur Dragon Ball Fighters angespielt, weil es einfach viel zu voll war. Man muss mit Mario Odyssey 3 Stunden oder länger warten und das ist einfach so viel, aber es sind ja auch hier noch nette Menschen, die man hier treffen kann und mit denen man reden kann. Deswegen ist ja alles gut. Das hier ist übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen, der YouTube-Kollege von dem Todos. Mein größter Konkurrent. Der größte Konkurrent. Ja. Der kriegt gleich was Schönes zu trinken von mir. Er hat nur ein paar
Abonnenten mehr als er. Ja. Das ist normal. Ja. Das ändert wir innerhalb. Genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wann löschen Sie Ihren Kanal? YouTube Bestos. Genau. Genau, so heißt es. Wann löschen Sie Ihren Kanal? Wann löschen Sie ihn, genau, perfekt. Ja, das dauert noch ein bisschen, weil ich muss auch ein bisschen Geld damit verdienen. Fürs Studium, aber dann kann ich den wegschmeißen, aber auch an gerne an eBay verkaufen. Diese 4 Euro, die er pro Monat verdient, die sind sehr wichtig für ihn, fürs Studium. Da hat er recht. Ja, man muss halt sich immer die Sandwiches in der Mensa halt am Freitag mal bezahlen. Ja. Genau. Ist einfach eine Tatsache, ne? Ja, ist eine Tatsache. Gut, das haben Sie noch Fragen? Nein, ich habe leider keine Fragen mehr. Ich habe nämlich ab sofort keinen Bock mehr. Okay.